Herzlich willkommen auf Schalke. In Zusammenarbeit mit der International Soccer Academy, ISA, begrüßt die Knappenschmiede ein U18-Team aus Amerika in ihren Reihen. Die Truppe trainiert für ein Jahr unter Anleitung zertifizierter Trainer aus der Knappenschmiede auf dem Schalker Vereinsgelände. 22 Spieler sind jetzt für circa ein Jahr hier bei uns, trainieren hier regelmäßig und wohnen in dem Hotel hier an der Anlage. Und ja, es ist ein spannendes Projekt. Ich glaube, für die Jungs auch ein sehr hartes Projekt, kann ich mir vorstellen, weil ich glaube, ein Jahr in einem Hotel zu leben, in einem anderen Land, in einer anderen Kultur, das ist schon herausfordernd. Aber ich bin gespannt. Heute ist der erste Trainingstag und werden wir mal schauen, wie sich das alles so ergibt. Das ist schon geplant, dass natürlich auch Freundschaftsspiele stattfinden, regelmäßiges Training. Was aber natürlich auch ganz wichtig ist, ist, dass sie weiterhin beschult werden. Das heißt, es wird ein Online-Schooling, wird es ja auch genannt, hier geben, damit sie halt auch da den Stoff weiter bearbeiten können, weil es ja noch lange keine Profis sind, sondern es sind Spieler aus dem Jahrgang 2004 und 2003. Dementsprechend ist die schulische Situation natürlich auch wichtig. Was uns immer auch wichtig ist, dass das weiter fortgeführt wird. Und ja, dann werden sie trotzdem hier aber unter relativ professionellen Bedingungen trainieren, manchmal zweimal am Tag, aber Spiele werden auch stattfinden, Freundschaftsspiele gegen Gegner. Das Niveau müssten wir halt nochmal irgendwo herausfinden. Es ist schon so, dass wir die Spieler gescoutet haben, teilweise per Video natürlich, und jetzt nicht einfach jeder Spieler, sag ich mal, sich anmelden konnte, sondern es ist hoffentlich auch schon ein gewisses Niveau dabei, aber auch das werden wir erst feststellen, wenn wir die Jungs hier im Training haben. Schon mal was anderes auch, und natürlich erhoffen wir uns davon, dass vielleicht der ein oder andere Spieler wirklich für uns interessant sein kann. Wir haben ja sehr gute Erfahrungen gemacht mit den amerikanischen Spielern, Weston, McKennie, Matthew Hoppe jetzt. Von daher war es für uns oder ist Amerika auch ein interessanter Markt, und das ist jetzt aber mal eine andere Konstellation. Sonst sind wir, unsere Scouts, ich selbst war auch schon da rübergeflogen, haben uns Spiele angeschaut, und jetzt haben wir sie hier direkt vor Ort. Ein Jahr lang können sie auf Herz und Niere testen, und ich bin gespannt, wie sich das Projekt dann entwickelt.